leidenschaftlich, ich glaube, wir haben uns dieses Jahr öfter gesehen, habe ich das nämlich einmal im Zug und heute. Also er arbeitet natürlich viel, wohnt in Berlin, ich bin auch viel unterwegs und mit Familien und drum und dran ist das echt schwierig. Aber wir haben Kontakt ab und zu. Darf ich trotzdem sagen, all die Fehler habe ich auch begangen. Nehmen Sie sich Zeit für Freunde. Irgendwann verliert es sich. Oh, das mache ich. Also mein Tipp an alle Leute, die viel arbeiten, ist, dass man sich freie Zeit als Termin in den Kalender einträgt. Ja. Und man, es ist total lustig, ihr müsst mal wirklich hingehen und einen Termin absagen mit der Begründung, tut mir leid, da kann ich nicht, da habe ich frei. Das kommt sehr das gut kommt, an. Ja. Das finden die Leute sehr merkwürdig. Ich finde es aber wichtig, dass man das macht, weil es Leute gibt, die nicht die Freiheit haben oder die Möglichkeit haben oder das Standing haben, zu sagen, ich mache das nicht, weil ich da frei habe, sondern die müssen das machen, damit aber dieses Konzept freie Zeit einen Wert wird oder einen Wert hat. Das geht so ein bisschen verloren, habe ich manchmal. Das gerade jetzt bei so Leuten, die... Wenn ich das richtig recherchiert habe, war Ihr erster TV-Gastauftritt in der WDR-Jugendsendung Lollo Rosso. Ja. Wie kam es denn dazu? Ja, Bastian Pastewka war eingeschrieben für Germanistik und Linguistik. Das sind Fächer, die, glaube ich, noch nie jemand wirklich studiert hat, sondern wo man sich einfach einträgt, damit man den Studentenausweis bekommt, ist so mein... So. Okay, ja, hier sind sehr viele da. Wissen Sie, ich war immer gegen Studienzeitbegrenzung, aber ich kenne aus der Linken aus Hamburg welche, die sind jetzt im 16. Studienjahr. Ich habe gesagt, ihretwegen bin ich dabei, meine Meinung zu ändern. Kann man sich ausschreiben? Nein, ja, ne? Gibt es den Begriff? Man muss sich nicht, wenn man sich nicht neu einträgt. Dann ich habe mich jedes Jahr neu eingetragen. Ich war da total tapfer, weil ich wollte wissen, ob in der Eingabemaske eine dreistellige Semesterzahl möglich ist. Allerdings gab es dann irgendwann jemanden, der Dr. Sabel, Professor Dr. Sabel, der war dann zuständig für die VWL-Studenten und der hat dann mal geguckt, wer so in den letzten 6 Jahren einfach gar keine Klausur mehr geschrieben hat. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der rausgeflogen ist mit diesem Argument. Und da war ich halt dann weg, deshalb hat es dann aufgehört. Naja, also Basti studierte halt dieses Fach und hatte dann vom Arbeitsamt eine Besichtigung beim WDR. Und dort hat er jemandem seine Visitenkarte gegeben, die er übrigens auf meinem Drucker ausgedruckt hat. Also insofern, ohne mich wäre nie was aus diesem Mann geworden. Und der ist dann zu Lollo Rosso gekommen und hat dort im Ensemble mitgespielt. Und Lollo Rosso ist so eine Jugendsendung gewesen, WDR, wo junge Leute einfach Fernsehen ausprobieren konnten. Und dort habe ich als Komparse mitgemacht. Das heißt, ich war alles, von Polizist, Kind, was aus dem Fenster gefallen ist, was halt so sich junge Leute ausdenken, wenn sie witzig sind. Sind Sie dadurch ein bisschen aufgefallen, auch für andere Sender und Sendungen? Oder kann man das nicht sagen? Es hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich auf diese Art und Weise ein Demoband zusammenkriegen konnte. Weil dieses Sketch hat natürlich keiner gesehen, weil weder die Sendung noch der Sender da wahrscheinlich irgendwie ein großes Publikum hatte. Aber die Sachen wurden natürlich gemacht. Ich habe Erfahrung gesammelt mit Kamera, mit Licht, mit diesem ganzen Leben vor der Kamera. Das ist natürlich immer... Also das Handwerk gelernt. Genau, und wenn man dann das nächste Mal vor einer Kamera steht und es ist wichtiger, dann hat man nicht so dieses, wo ist vorne, wo ist hinten. Ja. Und das ist dann... Wann kam Ihr Durchbruch? Das war eigentlich, das müsste man ja eben mal umgekehrt fragen, ab wann kennt man mich? Was ist denn die erste Sendung, die man so von mir kennt? Gefragt, gejagt, das ist gut, weil da war ich nie. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Gefragt, gejagt ist eine Sendung, wo man ihr kennt ja wahrscheinlich besser als ich, weil ich habe die Sendung geguckt, man muss in sehr kurzer Zeit, muss man sehr viele Fragen sehr schnell beantworten, das geht bei mir überhaupt nicht. Ich schaue die Sendung und kriege Herzrasen, deshalb könnte ich da niemals sein, aber wer weiß denn sowas ist natürlich. Aber wie kam es denn, machen wir eine andere Sendung, Switch war die erste Sendung, genau, ProSieben damals, und zwar haben der Redakteur von Lollo Rosso, ja, hat eine Abschlussfeier organisiert und dort haben wir als Crocodiles gespielt. Und daher kannte er mich oder meinen Namen. Und dann wurde er Producer von Switch, hat also dann vom WDR zu ProSieben gewechselt und war dann da verantwortlich bei der Produktionsfirma und hat dann Leute fürs Casting gesucht. Und der Typ ist, ich sag mal so, der war ein bisschen bequem. Der hat einfach 4 Leute eingeladen. Und das war ich. Einer davon. Die anderen 3 haben abgesagt. So, und... Auf diese Art und Weise saß ich auf einmal in so einem... Was war das für eine Ratesendung?
Nee, das war Switch, das war keine Ratlesen, das war Fernsehparodie. Ah. Da habe ich sie sogar nachgemacht. Ja, das weiß ich sowieso, das wollte ich Sie fragen. Sie haben ja tolle Leute nachgemacht, zum Beispiel bei Switch eben Loaded Gottschalk, Axel Schulz, Ayman Abdallah. Alle die großgewachsenen Menschen. Wenn wir dann mal eine Pause machen, sind Sie bereit, uns einen oder so? Oh, ich kann die muss man immer üben. Das ist sehr schwierig, weil ich, also was wir, man muss dann immer sich in die Leute reindenken, also wie die reden und alles. Und bei Gottschalk war es relativ einfach, weil ja. Der redet halt, ich sag mal so, keine wirklichen, hallo hier, ich freue mich hier, keine richtigen Sätze, der hat halt immer nur, und hier, ja, mein Lieber, also hier, Böbling, hier, ja, los, komm du rüber, hier auf der Seite, komm, wie dann, komm, hier, rein, los, ja. Und wenn sie weiblich wären, würde ich sie auch noch anfassen. Das wäre... Das ist das, was ich so mit Gottschalk, was Gott immer so gemacht hat. Aber ansonsten hat es einfach totalen Spaß gemacht, weil ich alles gemacht habe, was es im Fernsehen gibt. Und erzählen Sie mal bei Switch, ja. Da fragt man ja und antwortet, war das einstudiert, so mit Textbausteinen, oder war da viel improvisiert? Oder? Also das war immer sehr durchgeplant, weil beim Fernsehen Sachen improvisieren kam erst später mit diesen Formaten. Das ist einfach sehr schwierig, weil man mit mehreren Leuten da sitzt. Man muss ja auch gucken, dass das, was man, oder Autoren schreiben die Texte, die gucken sich stundenlang diese Sendungen an, um dann das zu finden, was in dieser Sendung sehr markant ist, um dann Sachen rauszufinden, die für die Leute was Besonderes sind, damit man das dann quasi wie so unter so einem Brennglas zeigt. Und das war alles total durchgeplant. Die Requisiten mussten besorgt werden, wann, wo, welche Kamera steht und so weiter. Also da war für Improvisation wenig Zeit. Was es immer gab, eine Menge Spaß. Und dann hat man hier noch einen Gag reingemacht oder man hat sich hier noch eine